Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Ja, das war unsere erste Niederlage gegen Dennis. Die mussten wir dann tatsächlich einstecken und ja, ich glaube trotzdem nur, dass er, also er hat mental die Zeit viel besser genutzt, sich auf diesen Kampf vorzubereiten, und auch wenn er Charisti noch nicht kannte, hat er halt das Beste für sich draus gemacht. Und hat darauf spekuliert, dass ich Charisti verwende. Wie geht jetzt dieses Rätsel hier? Warte mal. Nein. Ah, vielleicht so jetzt. Jetzt muss ich zurück ein bisschen. Dass ich mir hier den Weg vielleicht ein bisschen zurechtbauen muss. Hä? Wie mache ich denn das Rätsel hier? Was? Okay. Ja, jetzt kann ich ja eigentlich nur noch wieder nach da hochlaufen. Oder muss ich wirklich einmal... Hä? Die drehen sich nur... Also, die drehen sich jeweils immer nur zurück. Vielleicht muss ich einmal mit dem roten Knopf einmal arbeiten. Das kann durchaus sein. Weiß es nicht. Ah, tatsächlich. Tatsächlich, ja. Gut. Wissen wir Bescheid? Wissen wir Bescheid? Also, deswegen, es wird einen weiteren Kampf mit Dennis geben. Und... Hat er schon gesagt, da sollen wir uns warm drauf anziehen. Oha. Also, ich möchte mir nicht vorstellen, was der Junge da schon wieder vorhat. Ich sag nur so ein bisschen so Hilfe, okay? Naja. Auf jeden Fall sind wir aber jetzt erstmal hier bei Volkner. Und den zählt es erstmal, jetzt ein bisschen den Hintern zu versohlen. Ja, wir haben hier unser Team. Das ist ja wieder einigermaßen gut geheilt. Ja, nicht nur geheilt, ne? Hä? Ich war damit nicht im Pokémon Center, aber trotzdem sind alle unsere AP wiederhergestellt nach dem Link-Battle. Eine Frechheit ist das. Eine Frechheit ist das. Warum machst du das, Nintendo? Warum kannst du denn nicht einfach merken, wo unser Level eigentlich war, unsere Statuswerte? Naja. Okay, reden wir mit Volkner. Reden wir mit ihm. Nun denn, Herausforderer. Es passiert nicht oft, aber manchmal gibt es Trainer, die es bis hierher schaffen. Doch, bisher waren sie alle eine Enttäuschung. Keiner von ihnen konnte mir das Wasser reichen. Ah, ich bin Arenaleiter Volkner. Stimmt, ich glaube, den Namen kannte mir noch gar nicht. Naja. Man sagt, ich sei der beste Arenaleiter der Sinnoh-Region. Aber wie dem auch sei, lass uns einfach die Sache hinter uns bringen. Ich hoffe, du bist ein Trainer, der mir in Erinnerung rufen kann, wie viel Spaß ein Pokémon-Kampf machen kann. Lieber Volkner! Wir zeigen dir, wie es geht. Das zeigen wir dir sowas von. Denn wir werden dich platt machen. Vier Pokémon hast du. Und als allererstes hast du einen Raichu. Alles klar. Dann machen wir doch mal seinen Raichu mal ein bisschen. Ja, ach komm, das vergraben wir einfach mal so ein bisschen. So hier mit der Dampfwalze und so. Oh, Surfer machst du? Das ist sehr effektiv. Eigentlich. Das zieht, okay, einiges. Und du linderst deinen Schaden, den ich hier zufüge. Und das hilft dir auch noch. Das ist sehr effektiv. Initiative sinkt. Vielleicht unsere Chance, dass wir jetzt vielleicht den Erstschlag haben. Und diese Beere wurde verbraucht. Das heißt jetzt mit dem zweiten Hit. Es ist immer noch schneller. Es ist immer noch schneller, alles klar. Ein KP! Es überlebt, weil es wieder nett sein wollte. Nein, es überlebt, aber weil wir verdammt Glück haben. Oh, danke schön. Gut. Raichu haben wir besiegt. Okay. Und als nächstes kommt Octillery. Okay, es kann wohl Elektroattacken einsetzen. Aber das heißt, sie haben da eine sehr gute Antwort. Die nennt sich Chelsea. Das heißt, diese Antwort, die geben wir da auch. Ein Chelsea wird das schon machen. So. Chelsea. Ja, Chelsea. Octillery haben wir noch gar nicht gekämpft. Interessant. Wir machen mal Schwerttanz. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass du auch gleich wirklich weghaust. Das würde ich vielleicht ein gutes Stück weghauen können. Aurora-Strahl. Und da ist es nämlich wieder. Dieses Zutrauen, das brauchen wir nicht. Besonders nicht in Arena-Kämpfen. Damit haben wir schon im 7. Orden zu hart gearbeitet. Arbeiten müssen. 11 Mal waren es, wie es Bone in die Kommentare geschrieben hat. 11 Mal. Das ist so viel. Das ist zu viel. Ambidev willkommen als nächstes. Das heißt, wir haben eine Antwort mit Charisti drauf.
Taristi ist auch noch besser in der Levelgegend und hat auch das viel mehr verdient zu kämpfen als wir in der Hinsicht mit Chelsea, weil Taristi braucht es viel mehr. Erstmal machen wir ein bisschen. Ah, Mogelhieb. Alles klar. Wobei, vielleicht könnten wir es auch so schaffen. Könnte ich zurückschrecken. Felsenfest. Okay, weil wir nicht zurückgeschreckt sind, wahrscheinlich. Initiative steigt. Dann machen wir Aurasphäre. Donnerblitz. Das ist immer noch schlimm. Gut. Auch wieder Schadensreduzierung. Es reicht auch nicht aus, alles klar. Die Beere wurde aufgebraucht. Aber wir können ein zweites Mal aushalten. Ich mache Ableithieb. Ein bisschen kap. Er setzt auf Genesung ein. Alles klar. Das heißt, der Ableithieb, der wird auch nicht so viel bringen. Der wird auch wahrscheinlich jetzt baldig irgendwann rausfliegen. Weil der hat alles gezogen. Noch besser. Noch besser. Energie abgesaugt. Gut. Okay, das heißt, dir fehlt nur noch ein Pokémon, einmal ein Luxtra. Pokémon wechseln? Nein, das werden wir nicht. Das heißt, du bleibst eigentlich weiter drin. Ich wollte eigentlich nochmal deinen Bericht aufrufen. So, Bericht. Weil deine Statuswerte, dein Angriff ist ja eigentlich... Ja, trotzdem, der Angriff ist hart gesenkt. Liegen 37 Punkte auseinander. Und trotzdem macht er das. Da kommt seine Trumpfkarte, sein Luxtra. Okay. Bedroher wirkt. Unser Angriff. Ha! Angriff. So, wir machen jetzt Rengierschmied. So, Spezialangriff wird gesteigert. Und er sitzt auf Donnerzahn. Gut. Nichts weiter passiert. Dann machen wir Aurasphäre. Und Kabum machen wir, ne? Es ist One-Hit. Also... So richtig spannend war es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber es war wenigstens nicht so hardcore schlimm wie im Kampf davor mit Frieda. Und wir erhalten halt mit einem Pokémon Level Ups, Level 47, Level 55, 57 und 47 again. Das heißt, irgendwelche neuen Attacken, Chelsea nein, also Karisti nein, Chelsea nein, Rave nein, will auch keiner erlernen. Cracker erreicht Level 47. Auch keine neue Attacke. Alles klar. Folgender. Du hast mich besiegt. Dein Wille und der erhabene Kampfstil deiner Pokémon. Ich bin noch ganz hin und weg. Das war ein sehr, sehr guter Kampf. 12.000 Poké-Dollar kriegen wir dafür. Das war seit langem mal wieder ein Kampf, der so richtig Spaß gemacht hat. Ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, wie du dein Team in Zukunft kämpfen, wie die, du und dein Team in Zukunft so richtig in Zukunft kämpfen werdet. Hier ist dein 8. Orden. Den hast du dir redlich verdient. Ah, ja. Den Lichtorden von Volkner. Das ist unser Orden. Mit dem Lichtorden kannst du die VM-Attacke Kaskade über dein Pocket verwenden. Diese brauchst du, um zur Pokémon-Liga zu gelangen. Jetzt, wo dir alle 8 Orden verliehen wurden, gehorchen dir alle Pokémon ausnahmslos. Und ich möchte, dass du die hier noch an dich nimmst. Die Sticker, die Volkner verwendet. Und die TM57. TM57 enthält die Attacke Ladestrahl. Wenn du diese tolle Attacke triffst, kann sie den Spezialangriff des Anwenders erhöhen. Okay, ja, eine spezielle Attacke. Bringt uns, glaube ich, nicht ganz so viel. Es sei denn, ein Karisti kann diese Attacke erlernen. Ladestrahl. Nein, nur Torben kann diese Attacke erlernen. Und die ist auch nicht gerade extrem stark. Gut, sie erhöht den Spezialangriff eventuell. Aber gut, das ist ja auch in der Hinsicht nicht relevant für uns. Dementsprechend können wir ja jetzt zurückgehen. Zurückgehen, ein paar Meter zurückgehen. Und dann, glaube ich, noch einen Raum haben wir hier, genau. Den letzten Raum. Dann müssen wir hier so längs gehen. Und dann kommen wir hier runter. Alles klar. Alles klar. Keiner, der uns auf uns wartet? Gut.
Dann können wir direkt zum Pokémon Center gehen. Und dann können wir mal schauen. Außerdem, heute ist ja ein anderer Tag. Heute ist auch Samstag. Waren wir letztes Mal Samstag hier? Ne, wir waren letztes Mal Sonntag hier. Das heißt, sein Angebot sollte ja ein anderes sein. Luftblasensticker, Herzchensticker, Liniensticker. Okay, also doch so einige Sticker. Guck mal, die haben wir zum Beispiel hier. Aber gerade nichts, was ich wirklich haben möchte oder sonst was. Das brauchen wir hier nicht. Dann gehen wir erstmal zurück zum Pokémon Center. Und dann heilen wir noch einmal. Ganz brav unsere Pokémon. Unser Team. Und letztendlich ist dann der Plan, diese Reise fortzusetzen, Richtung Pokémon Liga zu gehen. Und ganz genau das werden wir auch sogar noch in diesem Part tun. Auf jeden Fall Richtung Siegestraße zu gehen. Das möchte ich gerne. Vielleicht erreichen wir diese auch noch heute. Das wäre ja auch noch ein Träumchen. Und dann werden wir wahrscheinlich noch baldig weitergehen. Guck mal, Samstag. Oder waren wir auch letzten Samstag hier? Nein, das war letzten. Nee, Samstag war ich ja fertig. Ich habe alle Parts auf Sonntag aufgenommen gehabt. Das heißt, dann gehen wir jetzt nochmal zur Benzeldame hier. Heute ist Samstag. Der perfekte Tag für ein ausgedehntes Nickerchen. Gibt es nicht irgendeine Geschichte, die mir bei Einschlafen helfen könnte? Ja, fällt mir was ein. Kennst du das Pokémon Abra? Es soll locker 18 Stunden am Tag schlafen können. Abra, ich krieg kein Auge zu. Oh nein, jetzt habe ich die Pointe zu früh gebracht. Oh, mir fehlt jetzt wirklich eine Mütze Schlaf. Das war ziemlich ungeschickt. Aber jetzt kann ich dich sicher nicht mehr einschlafen. Sei so gut und gib das hier dem Pokémon. Das Band des Schlafens. Du hast es geknackt, haben wir das ganze Band gegeben. Alles klar. Lass uns morgen wieder plaudern. Alles klar, vielleicht. Wenn wir morgen nochmal vorbeikommen, dann machen wir das vielleicht. Aber nur vielleicht. Und jetzt heißt es aber auch wirklich weitergehen. Beziehungsweise die Frau, die hat ja auch hier oben Jasmin. Irgendwie fühle ich mich in dieser Stadt zu Hause. Sie liegt am Meer und da drüben steht ein Leuchtturm. Oh, das ist ja der Arena-Orden dieser Stadt. Du musst gut sein. Bitte nimm die hier auch noch an dich. Ja, die TM99. Du setzt die Kaskade. Was? Setzt die Kaskade über die FVM-Attacken ein, kannst du Wasserfälle emporklimmen. Diese TM enthält die Attacke Kaskade. Wenn du Kaskade über die Pocket-App. Oh komm, jetzt kann ich nicht sprechen. Pocket App einsetzt, kannst du die Pokémon-Liga ansteuern. Ich kann mich nicht so gut ausdrücken, aber viel Glück. Ja, danke Jasmin. Das war wirklich sehr hilfreich, die mir diese Attacke noch zu geben. Das heißt, das Wasser ist tiefblau. Wir setzen einmal Surfer ein. Genau so sieht der Plan aus. Und dann geht's noch einmal in die Beutelabteilung. Dann geht's hier in den... genau hierher. Und Topschutz lieben wir ja auch. Und dann können wir uns ja auch auf Route 223 mal ein bisschen genauer umschauen. Trainer lassen wir natürlich aus. Jetzt halt. Dann können wir stattdessen nochmal schauen, wie wir hier noch vorankommen. Es sei denn, dieser Trainer, der will halt unbedingt kämpfen. Alles klar. Dann trainieren wir doch einfach mal mit dir so ein bisschen. Und vielleicht noch unsere schwächeren beiden Partner hier, ne? Knaxel und Karisti, also Knaxel Cracker. Ja, ganz genau. Also ein Mantips hast du. Alles klar, dann zeigen wir dem Mantips mal, wie es hier lang geht, wo es hier lang geht. Und dann machen wir dein Pokémon einfach mal fertig. Ganz genau so. Ganz genau so. So, 400 XP. Als nächstes hat er einen Remoraid. Bleiben wir erstmal weiter dran. Und dann können wir auch nochmal mit der Drachenklaue arbeiten. Ne? Drachenklaue, die wird er schon machen. Auch die zieht One-Hit und Critical, okay. Sehr gut. Und dann hat er noch Mantax. Alles klar, Mantax. Wir wechseln zu Karisti. Auf, machen wir. Wobei, war das so schlau? Aber Mantax, Flugattacken, die haben aber auch Stahl drin im Typ. Es wird normal effektiv sein. Das ist schon mal sehr gut.
So, Mantax, alles klar. Machen wir einmal eine Lichtkanone. Erstmal, ne? Oder auch nicht. Die ist nicht so effektiv. Aber seine Spezialverteidigung sinkt. Alles klar, Sprungfeder. Nutzen wir doch den einmal aus. Ränkeschmied. Wir müssen uns nicht so schlussendlich anstellen. Sprungfeder. Ich weiß gar nicht, wie stark Sprungfeder überhaupt ist. Okay. Okay, sie paralysiert. Interessant. Naja, dann gehen wir auf Aurasphäre. Wasserring, alles klar. Das hat Palkia auch eingesetzt. Das heilt jetzt jede Runde immer so ein bisschen. Aber wir greifen an und dementsprechend ist immer noch nicht ganz platt gemacht. Weil es auch immer noch nicht so effektiv ist. Sag mal, ja, Charisti ist wohl eine ganz schlechte Wahl gewesen, aber ja. Normal Sprungfeder. Ja, das macht jetzt auch nichts. Dann gehen wir halt nochmal auf. Ach komm, probieren wir den Ableitit. Nee, das war doof. Das Ende reicht aus. Er hat ausgereicht, alles klar. Dann geben wir uns am wenigsten noch ein paar KP zurück. Ja, so ein paar, ne? So. Das reicht erstmal aus. Und damit haben wir dich auch besiegt hier, ne? So, Torben geht 54. Und Pedro haben wir besiegt. Sehr gut. Ja, ja, ja. War nicht so viel. Gut, der hat über Wellenbrecher Marinos irgendwas rumgeheult. Das heißt, dann gibt es ein bisschen Medizin, Heilpuder für Charisti. So. Und hier haben wir Doppelkampf. Seid ihr beiden an erster Stelle? Erste und zweite? Ja. Dann wollen wir euch beide mitnehmen. Das machen wir selbstverständlich. Ah, ja, dann macht mal hier, ne? Du möchtest durch jede Region schwimmen. Alles klar, da links ist noch ein Item. Ihr habt je beide 3 Pokémon. Mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. Alles klar, Wingull und Meryl. Das kriegen wir doch alles irgendwie hin hier, ne? Drachenklaue. Meryl hat ja einen Typ Fee drinne. Probieren wir es einfach. Charisti schneller. Gut, tschüssi, weg. Okay, Volltreffer, alles klar, ist weg. Ist weg, ist weg. So, Drachenklaue auf Wingull. Ist es auch weg? Muss halt sein, ne? Einmal schnell so und schnipp und weg. Mehr wollen wir nicht haben. Auf mehr kommt es nicht drauf an. So, Morlord. Okay. Und Endhorn. Ja, nichts Psychoende hier, ne? Nichts Psychoende. Das heißt, das ist auch nicht sehr effektiv, oder normal effektiv nur. Das heißt, dann kann man auch hier ganz normal darauf gehen und hier einfach mit einer so einer Geschichte arbeiten. Ah. Immer wenn man zwischendrin niesen muss, kriegt man sie gerade noch rechtzeitig gemutet. Ah, kommt immer im perfekten Zeitpunkt. Drachenklaue. Macht nicht alles. Nein, 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 nein. Okay, Lebensschuss. Auf. Dich. Sehr effektiv. Machen wir Ableitief und dann bist du auch weg. Initiative. Ja, ich muss dran glauben. Und noch ein Wingull. Das heißt, um das Wingull hier kümmern wir uns mit Cracker. Und die andere Seite macht der Ableitief. Dafür ist er noch immer noch gut zu gebrauchen. Und auch wenn der Angriff halt gesenkt ist, zieht das trotzdem ganz gut. So, tschüss, Wingull. So, und Ableitief. Ja, auch nicht alles, aber immerhin einiges. So, 103 KP. Lehmbrühe. Cracker verfehlt. Okay. Gut, das heißt, wir haben wirklich nur noch Morlord. Ja, machen wir hier Ränkeschmied. Schließlich ist Cracker schneller. Falls Cracker jetzt gar nicht alles geben kann. Wobei, ja, ach, es ist, wir machen es einfach so. Sternenhieb möchte Charisti lernen. Das ist physisch? Ist es Stahlattacke?
erhöht eventuell den Angriff wert. Ach, das macht keinen Sinn. Sternenhieb, ich meine letztendlich, was machen wir dann hier noch? Angriff mit harten, schnellen Schlag, erhöht eventuell Angriffswert. Nein, alles klar. Das hat in der Hinsicht überhaupt keinen Sinn. Also, weil Ableithieb wird auch früher oder später rausfliegen. Weil dann ist der Rangeschmied wirklich nur auf die Spezialangriffsteigerung gedacht. Und der Angriff, der ist die schwächere Form. Der ist definitiv die schwächere Form. So, ein P lieber. Niesel. Dann nieselt's mal. Gut. Da noch einmal Drachenklaue. Und hier machen wir. Ist alles nicht sehr effektiv, aber bis hier sind wir gesteigert. Wird schon irgendwas machen. Hier wäre Torben die bessere Wahl, aber. Ah. So. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Tja, einatmen und ausatmen. Tja, oder? Ja, sein Traum ist noch nicht aus... Ja, dein Traum, der wird noch nichts. Nee, das wird noch nichts. So, aber hier kommt man hier noch irgendwie lang. So, nein. Anderer Weg dafür benötigt. Zum Beispiel hier unten. Dann machen wir doch einfach uns mal nach hier unten. Und finden Regentanz. Alles klar, es lässt es regnen. Gut, dann geht's zurück hier. Nach unten, nach unten, nach unten. Hier nach oben. Ja, wollen wir weiter einsetzen. Euch beide haben wir gehabt. Und euch wollen wir hier nicht so doll haben. Hier ist noch ein weiterer Trainer. Können wir erstmal noch hier vorbeigehen. Da oben ist noch ein Item, alles klar. Eigentlich wollte ich mit dir gar nicht reden. Okay. Ah, stark bist du, das stimmt. Gehen wir stattdessen noch einmal schnell hier nach unten. Item holen. Und genau für mich war das nicht gedacht. Den Trainer will ich erstmal nicht mitnehmen. Das kommt noch alles. Es kommt alles noch. So, wieder hier unten lang. Siehst du wohl. Und die ist keine Zwangstrainerin. Dreht sich auch gerade im Moment weg. Ich möchte nämlich mindestens noch bis zur Kaskadestelle kommen. Hier oben. Das ist nämlich mein Ziel. Und da sind wir nämlich. Alles klar. Das heißt, auf zur Kaskade. Und dann nach oben. Und hier oben ist nämlich auch ein Pokémon Center. Und hier. Ah, das ist auch schön. Okay. Noch nicht zu lange genießen. Einmal noch mal kurz heilen. Das schaffen wir noch. Einmal noch mal kurz mit den Leuten sprechen und dann endet der Part hier auch. Und dann tatsächlich geht's im nächsten Part in die Siegelstraße. Auch sehr gut. So, erstmal. Ich bin einmal geschaltet, aber das hat mich nur stärker gemacht. Hä? Okay. Das ist also die Siegelstraße. Mal sehen, ob mich hier tatsächlich Siege erwarten. Ob ihn hier Siege erwarten. Ja, also wir gehen hier definitiv mit Siegen längs. Schutz wirkt nicht mehr. Den brauchen wir da drüben auch wieder. Zur Siegestraße. Und genau hier endet unser Part. Will hier mittig vorstehen. Genau so. Das ist unser heutiges Ende des Parts. Also, bis dahin. Und ciao.